Servus, liebe Fußballfreunde, und herzlich willkommen zum nächsten Part mit den Sportfreunden Siegen. Letztes Spiel der Hinrunde gegen den 1. FC Köln 2, nachdem wir gegen Rot-Weiß Erfurt, Rot-Weiß Essen, Entschuldigung, gar keine Chance hatten, aber zumindest mal wieder ein Tor geschossen haben. Und ja, jetzt mittlerweile alle Spieler wieder uns zur Verfügung stehen. Noch zwei Spiele bis zur Winterpause, also so langsam habe ich wieder ein besseres Gefühl. Auch wenn wir natürlich tief da unten drin hängen. Akers, der jetzt eine sehr, sehr gute Form hat, wird jetzt in die Startelf rücken. Genau. So wie Alexander Löwe hier auf rechts. Beziehungsweise. Ja, muss ich mir noch überlegen. Ja, also es geht gegen Köln 2. Und werden jetzt da nochmal ein bisschen Teambuilding machen in der Woche. Spielvorbereitung. Standardsituation verteidigen, weil das in letzter Zeit darin nicht so ganz gut geklappt hat. Ja, also wie gesagt, wir gehen jetzt da straight forward zur Winterpause nach und nach. Genau, eine Teambesprechung wäre nicht schlecht. Ich sage jetzt mal bestimmt, wenn wir weiter hart arbeiten, bin ich. Okay, wenn sie wirklich kommen, dass wir in der Form sind, um die Klasse zu halten, dann bin ich überrascht. Ja, gut, das war vielleicht jetzt nicht die richtige Ansage. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Gut. Hat jetzt nicht gerade geholfen. Was sagt denn der Vorstand? Das ist auch interessant. Also die Bewertung des Spiels 1 zu 4 war besser. Geht es 0 zu 1 gegen Rot-Weiß Erfurt? Wieso sage ich immer Rot-Weiß Erfurt? Rot-Weiß Essen natürlich. Aber ich glaube irgendwie, dass wir gegen Köln machen werden. Und dann müssen wir jetzt schauen, dass wir in der Rückrunde irgendwie an Punkte kommen. Aber es wird verdammt schwer, den Klassenerhalt zu schaffen. So. Sind wir im Dezember angekommen mittlerweile? Also ihr merkt, ich mache jetzt immer relativ fix zu den Spielen hin, weil ich momentan eh kaum was machen kann. Ich scout ja nebenbei. Die Taktik ist für mich auch soweit klar, dass ich da nicht viel rumschriften kann. Und so jetzt mitten oder kurz vor der Winterpause gibt es jetzt nicht groß andere Aufgaben, um die ich mich jetzt kümmern kann und sollte. Kaderatmosphäre. Die schlechte Atmosphäre im Kader.
Ja, das sollten wir mal besprechen. Atmosphäre. Werde die Dinge verbessern. Also das, ich möchte natürlich nicht noch die Spieler gegen mich aufbringen, dass ich dann vorzeitig hier entlassen werde noch. Schauen wir jetzt mal Teambericht. Kaderatmosphäre. So. Zufriedenheit. Ja, das kommt natürlich auch mit Erfolgen, die ja momentan relativ rar sind. Wir haben jetzt schon 9 Punkte, die uns fehlen zum rettenden Ufer. Ist schon eine ganze Menge. Jetzt beim Training eingestellt nochmal. Teambuilding, okay. Ja, aber die Rollen werden immer besser, habe ich so den Eindruck. Der Reus will die persönliche an mangelnde Einsatzzeit, okay. Gut, dann werden wir den mal rein rotieren. Reus für Schmetz. Und den machen wir mal als Rückendeckung. So, also, jetzt spielt er Hinrunde. Natürlich keine einfache Aufgabe. Aber wenn wir hier zumindest nochmal einen Punkt holen könnten, zum Abschluss der Hinrunde, wäre das ja schon mal alle Ehren wert. Immer da eigentlich hier die Favoritenrolle.
Also, sie sind natürlich Außenseiter wie bei jedem Spiel in der Liga, das ist sowieso klar. Aber es wird wahrscheinlich auch sehr entscheidend sein für den Klassenerhalt, welche Art von Spielern wir bekommen und wie die sich ja, wie die sich integrieren in die Mannschaft. Nein, Preuß bitte nicht verfügbar. Ada Nebi gerne. Götz braucht Spielpraxis. Weiß ich, deswegen würde er auch jetzt von Beginn an auflaufen. So. Maximal 45 Minuten Einsatz empfohlen. Also Aufstellung von Köln. Das ist ein klassisches 4-4-2 mit. Die lassen tatsächlich Pizarro gegen uns spielen. Ah je. Das ist natürlich. Gut. Also es wird nicht viel zu holen so sein, das können wir glaube ich schon mal festhalten. Robin Lenz kriegt jetzt mal eine Pause. Marius Müller jetzt. Ich wäre in diesem Spiel Matthias Kuhn mal wieder spielen lassen. Und hier werde ich eventuell. Ja, bloß will ihn da lassen. Ich lasse das jetzt erstmal so. Medizinische Abteilung. Ein bisschen aufpassen, dass er nicht überspielt wird. Gut, gehen wir zum Spiel. Und beenden damit die Hinrunde nach langem Querelen. Aber hier wird nichts zu uns sein. Wenn die Pizarro vorne im Sturm haben. So, aber wir schauen mal. Vielleicht können wir ja irgendwie. Das dann trotzdem ein wenig in unsere Richtung beeinflussen, dieses Spiel. Da haben wir schon das erste Mal Glück. Und da war das Glück auch schon wieder weg. Tja, also das. Ja. Die Mannschaften sind einfach zu gut. Rot-Weiß Essen und Erste FC Köln 2. Als dass wir da auch nur annähernd eine Chance hätten. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir noch ein bisschen mitspielen können. Die Punkte müssen eben gegen andere Mannschaften her.
Okay, der Ackertz. Neustädter. Und sehr gut gehalten von Kuhn noch. Der uns noch ein bisschen im Spiel hält, aber jetzt wieder eine Ecke. Nein, nicht fixieren. So. Ja, schwierig. Kotschak nochmal. Also Kotschak wird noch unser Freistoß-Spezialist hier. Aber diese Taktik, wenn wir die jetzt einspielen, punktuell noch verstärken, ich glaube, da sind schon noch ein paar Punkte machbar, aber 9 Punkte Rückstand ist natürlich jetzt schon eine Menge Holz. Vielleicht haben wir eine bessere zweite Halbzeit. Aber ja, es ist jetzt auch einfach so. Dass wir hier gegen eine stärkere Mannschaft spielen. Nehmen wir Neustädter vielleicht mal raus. Immer wieder auf den Konter aufpassen. Kuhn hat ihn. Aber auch Kamenishi macht in der Position wieder ein ganz gutes Spiel. Also, auch wenn die Ergebnisse fehlen, ich bleibe dabei. Der Weg ist richtig. Nehmen wir nochmal Lenz vorne. Geben Wolf ein bisschen weiter vor. Und gehen auf eine Kontermentalität. So viel Schatten. So viele Chancen hatte Köln in dem gesamten Spiel auch nicht, also. Was? Ja, kriegen wir eine Ecke? Ja, wir kriegen eine Ecke. Kamenishi mit einer 7,3 schon, also. Wieder mit einem recht guten Bewertung. Ich glaube, den haben wir jetzt die optimale Position für ihn gefunden. Jetzt versuchen wir einfach, wir haben noch 10 Minuten. Alles nach vorne.
irgendwie das Ding in den 16er kriegen. Vielleicht ergibt sich ja noch die eine Chance. Schwierige Situation, wirklich schwierig. Das Problem, was ich jetzt in diesem Spielstand habe, ist. Ja, okay. Das war das 2:0. Dann können wir uns auch wieder aufs Verteidigen konzentrieren. Ja, also das Problem in diesem Spielstand ist, dass es die unterste Liga, das heißt, wenn der Verein absteigt, dann bin ich automatisch raus und kann leider keinen Neuaufbau mehr machen in der 5. Liga. Das heißt, wenn ich hier absteige, war es das mit der Mannschaft. Ansonsten könnte man dann versuchen, in der 5. Liga die Mannschaft neu aufzubauen, neu zu strukturieren und dann wieder aufzusteigen. Ah, das ist dann leider in diesem Safe nicht möglich, weil ich eben die 4. Liga als unterste Spielklasse angegeben habe. Okay, aber zumindest Kamenichi hat ein gutes Spiel gemacht. Er scheint ganz gut in Form zu sein. Wir beenden also die Hinrunde dann mit 8 Punkten auf der Habenseite. Und sehr, sehr wenig eigenen Touren. Gut, und der Schiedsrichter löst uns. Desillusioniert, tja. Wie gesagt, die Winterpause muss es irgendwie richten. Wird sehr entscheidend sein, wie wir dann aus der Winterpause rauskommen. Bleibt 9 Punkte, die wir jetzt hinten liegen. Was Essen gewinnt. Gladbach gewinnt. Rödinghausen. Oliver Neville wurde gefeuert von Fortuna Düsseldorf. Das kann ich nicht darüber sprechen momentan. Erste Gerüchte über eine Entlassung. 13 Spiele ohne.
0%. Problem ist eben auch die Krateratmosphäre, die jetzt zunehmend abnimmt. Taktik, die Eingespieltheit, Neustädter. Mentalität gut. Ich denke, bald sind wir da soweit eingespielt. Und okay, die Hinrunde ist beendet. Es geht dann weiter gegen Rot-Weiß Oberhausen. Die Aalen jetzt geschlagen haben. Siebter sind. Eine ganz gute Form. Und dann geht's in die Pause und dann Hennef, die 16. sind, also das ist dann eigentlich ein Pflichtsieg. Dann Uerdingen, schwierige Spiele, dann Aalen nochmal ein Pflichtsieg. Also wenn wir die beiden Spiele gewinnen, wären das 6 Punkte. Und dann müssen wir jetzt schauen, wie es läuft. Ja, also wie gesagt, hier die zwei Spiele, die waren ganz okay. Dann gegen Rot-Weiß Essen, 1. FC können wir einfach nichts so holen. Und ja, also ich denke, die Taktik ist trotzdem richtig. Wir brauchen davon natürlich jemanden anderen. Wir brauchen hier noch einen besseren Flügelspieler, der das Ganze auch besser kann. Und ich denke, dann sieht die ganze Geschichte auch schon wieder deutlich besser aus. Scouting. Schauen wir noch, was wir hier für Spieler haben. Pole. Aber unter Vertrag. Kurzfristiger Fokus ist jetzt abgeschlossen. Demo Mauer. Hat aber auch noch einen Vertrag. Und jetzt Sander. Gut, also wir haben jetzt ja auf jeden Fall eine ganze Palette an Spielern, die wir dann mal schauen müssen, ob wir ja den einen oder anderen zu uns lotsen können. Aber solange, ja, also wie gesagt, es wird sehr, sehr viel drauf ankommen, wie wir die Rückrunde gestalten. Die Hinrunde war eine einzige Katastrophe und legte halt einfach schonungslos die Schwächen offen. Das heißt, hier einen Torjäger brauchen wir auf jeden Fall noch einen, der mindestens 3 Sterne hat. Wenn nicht gar 4. Wir machen jetzt mal das derzeitige System. So, das heißt, wir hätten hier Yannick Wolf auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Spieler. Kamenishi könnte die Rolle quasi als Ersatzspieler übernehmen. Hier mit Neustädter Müller ganz okay. Hier brauchen wir einen. Hier kommt noch einer. Und dann wird die Sache zumindest mal etwas solider. Gut, was haben wir noch für Schwächen? Das Passspiel, ja. Also es sollte einen Spieler haben, der eine gute Passquote hat. Fehlende Qualität im zentralen Mittelfeld, gesamte erste Elf. So fehlt es an Qualität. Bayer, Henrich, Wolf,
Die drei, die auf jeden Fall sehr, sehr gut sind. Alles andere muss man schauen, dass wir das verbessert kriegen. Okay, gut. Im nächsten Part dann der Beginn der Rückrunde und dann folgt die Winterpause. Und ja, dann geht es hoffentlich Richtung Punkte. Also wie gesagt, jetzt Oberhausen und danach geht's gegen Hennef. Ein enorm wichtiges Spiel. Ich bin gespannt. Also ein Sieg aus 17 Spielen ist wahnsinnig wenig. Aber es werden auch Mannschaften kommen, gegen die wir besser punkten können als gegen Essen und 1. FC Köln. Mit Sicherheit. Gut, dann danke ich mal wieder fürs Zuschauen und bleibt weiter dabei und seid gespannt, wen wir auch dann in der Winterpause hier bekommen an neuem Spielmaterial und wie wir dann in die Rückrunde starten. Gut, dann sage ich ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.